Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbauvideo. Und wie ihr sehen könnt, es ist das erste Hausbauvideo mit Inselleben. Und wir sind im wunderschönen Sulani auf einem Strandgrundstück. Und das ist das Haus für unser Inselleben-Let's Play, was in den nächsten Tagen, denke ich, erscheinen wird. Ich denke morgen oder am Dienstag wahrscheinlich. Ich versuche morgen, aber ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es. Und ja, das ist nicht die erste Version von diesem Haus, sondern ich habe auf drei verschiedenen Grundstücken drei verschiedene Häuser angefangen zu bauen. Und das ist das Einzige, was ich nicht wieder abgerissen habe. Ich war ein bisschen überfordert von Sulani, weil alles so schön war überall und man so viele Sachen machen kann überall, dass ich so ein bisschen so, ich weiß nicht, was ich machen soll, wo ich anfangen soll. Und ich weiß, ich bin da nicht die Einzige. Also Simpossible hat da auch schon in ihrem Inselleben-Let's Play, was ich übrigens sehr empfehle, ich verlinke euch das in der Infobox, auch drüber gesprochen, dass sie überfordert ist mit all den Möglichkeiten. Und das war ich dann hier beim Bauen auch. Aber am Ende hat es geklappt, haben wir was gebaut. Und das Fundament, was ihr hier jetzt seht, das lasse ich nur, während ich die Form noch verändere, so der Einfachheit halber. Das verändern wir aber später in die neuen Stelzen, die natürlich über dem Wasser mehr Sinn ergeben und auch irgendwie besser aussehen. Und ja, es ist für unsere Inselleben-WG. Das Video dazu verlinke ich euch in der rechten oberen Ecke und am Ende vom Video. Und es ist kein Starterhaus, glaube ich. Ich habe am Ende nicht noch geguckt, wie teuer es ist. Ich nehme an, es ist nicht so furchtbar teuer, aber es ist wahrscheinlich kein Starterhaus. Einfach, weil ich mich hier ein bisschen kreativ austoben wollte. Ich wollte nicht nur auf die Simoleons gucken, sondern da ein bisschen freier sein in den Sachen, die ich machen wollte. Ich denke, ich baue noch ein Inselleben-Starterhaus, aber ja, hier, das ist keines. Und dafür hat dieses Grundstück alle Merkmale, die neu mit Inselleben dazugekommen sind. Das heißt, hier kommen die Geister der Insel hin. Wir sind hier im Vulkangebiet noch, also es könnte irgendwie Lava regnen oder so. Weiß ich auch noch nicht genau, wie das aussieht, habe ich halt auch noch nicht gespielt. Und außerdem haben wir hier keinen Strom. Das heißt, wir haben nur kaltes Wasser und nur Kerzenlicht. Kein Computer, kein Fernseher und so weiter. Und das bedeutet auch ein paar Sachen, die ihr jetzt hier seht, die ich einrichte, werde ich am Ende noch verändern, da sie nicht mit dem Grundstücksmerkmal benutzbar sind. Denn ich habe zum Beispiel jetzt hier einige Kerzenleuchter aufgehangen und irgendwie sieht das Spiel das nicht als Kerzenleuchter, sondern als was mit Elektrizität betriebenes an. Also funktionieren die nicht, dann habe ich die ersetzt durch andere Kerzenleuchter. Im Badezimmer funktionieren auch nicht alle Duschen und Waschbecken gleich, sondern nur manche funktionieren, so wie ich das verstanden habe. Also ja, hat es da ein bisschen gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte. Und ja, es ist total offen gestaltet. Wir haben keine Verglasungen in Fenstern, sondern es ist alles zu allen Seiten hin offen. Wir haben sogar einfach Torbögen im Hauptwohnraum nach draußen und nicht mal Türen. Und es ist so furchtbar schön in dieser Welt. Es ist so furchtbar schön. Es ist wirklich, ich konnte beim Screenshot machen gar nicht aufhören, bis mir eingefallen ist, so, du hast jetzt den 2000. Screenshot aus genau dem gleichen Blickwinkel, der gleichen Perspektive gemacht. Aber ich war einfach nur so, oh mein Gott, das ist so schön und das ist so schön und alles ist so schön. Und ja, und natürlich habe ich hier das Haus auch ein bisschen farbenfroher gebaut. Es passt auch einfach so sehr zu dieser Welt, was bunter zu bauen. Und wären wir jetzt nicht selbst im Sommer, sondern noch im Winter, würde ich sagen, das könnte irgendwie so Winterdepression, weil man nicht genug Sonnenlicht abbekommen hat irgendwie. Vielleicht könnte man das mit dem Pack heilen irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, mir würde es trotzdem gut tun. Und ja, ich liebe diese blaue Holzverkleidung, die wir jetzt hier teilweise am Haus haben. Ich finde, die sieht so schön aus. Das Gelb und das Orange haben wir hier auch untergebracht. Das passt auch total schön zusammen. Ich habe den Hauptteil dann trotzdem in einem neutraleren Ton eingefärbt, damit es nicht zu unruhig wird, sondern halt trotzdem so eine Basis hat, auf der das wirken kann. Und ja, hier sind wir jetzt im Wohnraum.
Den Herd ändern wir gleich nochmal um in diesen Herd, wo so Holzscheite drunter liegen, der wohl auch ohne Elektrizität funktioniert. Da kommt der Herd. Ich glaube, der Kühlschrank funktioniert zumindest teilweise. Also ich habe jetzt so ein bisschen ausprobiert. Man kann zumindest schnelle Mahlzeiten da rausholen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sachen, die man in den Kühlschrank stellt, dann dadurch länger haltbar sind oder nicht. Denn eigentlich ergibt es ja keinen Sinn. Eigentlich wird ja ein Kühlschrank durch Strom betrieben. Nö. Also dürfte der ja eigentlich nicht funktionieren. Aber zumindest wie ein Essensschrank kann man ihn benutzen, auch wenn es drin nicht kühl ist. Also ja, müssen wir mal schauen. ich denke, wir werden uns in dem Let's Play aber ohnehin viel draußen aufhalten. Also finde ich nicht so schlimm, dass es im Haus eher etwas kleiner und kuscheliger ist, weil wir wollen natürlich Solani entdecken und schwimmen gehen und Boot fahren gehen und alles machen. Von daher, ja. Und hier haben wir den Wohnbereich, so den Wohnzimmerbereich. Ich finde es so schön. Ich finde die neuen Möbel so schön. Die Farboptionen, wirklich großer Fan von diesem Pack. Finde ich wunderschön. Und ihr seht hier, ich mache das Merkmal rein. Alle Lampen gehen aus und ich komme nicht auf den Gedanken, dass das keine Lampen sind, die hier funktionieren, sondern hängen die Lampen einfach nochmal auf. Ich bin schlau. Ja. Aber am Ende haben wir dann hier doch ein bisschen Licht drin, weil ich sie halt dann nochmal ausgetauscht habe. Ich habe hier eine Gitarre hin platziert, denn June ist ja musikalisch. Vielleicht möchte sie ein bisschen spielen. Und ich hatte halt so ein bisschen den Gedanken, wir können ja hier kein Radio aufstellen. Das funktioniert ja hier nicht. Wenn man Musik hören will, muss man sie selber machen. So richtig wie früher, wenn irgendwie Großeltern erzählt haben. Als ich Kind war, da gab es das und das und das und das noch nicht, wenn man irgendwie... Wenn man ein Lied hören wollte, musste man es selber singen und irgendwie so. Ich glaube, hier haben wir jetzt eine ähnliche Situation. Zumindest innerhalb von diesem Haus. Ich denke, wenn die Sims in eine Strandbar gehen oder so, da läuft natürlich schon Musik. Und wir haben zwei Schlafzimmer, das heißt, zwei Sims teilen sich ein Zimmer. Und ich dachte, das wären June und Sydney. Sie sind ja Geschwister und ja, ich denke, sie sind vielleicht auch gerade erst noch am Anfang von ihren Karrieren. Oh mein Gott, mir geht die Stimme weg hier. sind am Anfang von ihren Karrieren, verdienen nur nicht so viel Geld und freuen sich, dass sie überhaupt irgendwo ein nettes Häuschen gefunden haben, wo sie wohnen können und teilen sich halt am Anfang noch das Zimmer. Wir können mal schauen, was wir damit machen, ob wir nochmal umbauen am Ende oder ob sich Sims, die jetzt noch kein Bett teilen, irgendwann ein Bett teilen möchten in dieser WG. Das kann natürlich auch sein. ja, müssen wir mal schauen. Und hier habe ich wie so ein kleines Sonnendeck gemacht, das von der eigentlichen Terrasse abseits gebaut ist. Also man muss erst zu Treppen runtergehen. Und da sind im Moment Sonnenliegen drauf. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir endlich Sonnenliegen in Sims 4 haben. Da schimpfe ich ja schon seit Ewigkeiten drüber, dass es nicht da ist in den Sims 4 und nur in den Sims 3 war. Aber jetzt sind sie endlich auch da und ich glaube sogar im Basisspiel, zumindest so eine Version davon, so eine ja, Basis-Sonnenliege, wo kein Kissen drüber ist und so. Ich glaube, das ist jetzt auch im Basisspiel. Und ein paar Sonnentücher, also so wie so Badematten, haben wir auch da. Oder was heißt Badematten? Badetücher, so. Und ich denke, das ist aber auch einfach ein Platz, wo man manche Sachen dann einfach ins Inventar packen kann und auch je nachdem, was man machen will, auch einfach andere Sachen dort platzieren kann. Also einfach so ein bisschen freie Fläche, wo man einfach mal Sachen tun kann, sozusagen. Die Sims müssen hier Wäsche waschen, denn mir ist eingefallen, bei Sachen, die man ohne Strom machen muss, wir hatten doch diese Waschschüssel, wo man von Hand Wäsche drin waschen konnte und ich fand das irgendwie cool, dass hier, wo wir ohnehin schon diese Herausforderung haben, ohne Strom mit den Sims zu spielen und nur mit kaltem Wasser, dass wir dann auch sagen, oh, dann müssen wir die Wäsche halt auch waschen und dann von Hand sauber machen und so und ja. ich freue mich mega, mega auf dieses Let's Play, da habe ich so Lust drauf jetzt und ich werde auch nicht müde, Hausbau-Videos von Inselleben von Sulani zu sehen. Normalerweise, wenn ein neues Pack rauskommt, machen ja sehr viele YouTuber dann ähnliche Sachen. Also sie bauen zwar unterschiedliche Häuser, aber sie machen viele Sachen mit dem neuen Pack, einfach weil sie die neuen Sachen ausprobieren wollen, weil ihre Zuschauer die neuen Sachen sehen wollen. Und häufig ist es mir dann irgendwann zu viel, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe jetzt genug Stranger-Will-Sachen gesehen, wisst ihr so.
Also halt einfach, man ist dann so ein bisschen übersättigt. Bei Inselleben habe ich das irgendwie überhaupt nicht. Ich bin irgendwie so, gibt mir die Inselleben Häuser. Ich schaue sie mir alle an. Ich will sie alle sehen. Und ja, von daher, das ist gut. Ich denke, ich werde hier vielleicht auch ein paar Häuser schon platzieren, die von anderen Leuten gebaut wurden. Also Simproofed hat zum Beispiel eine sehr coole Strandbar gebaut. Das würde sich ja hier anbieten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie die bei EA gebaut hat oder später, weil wenn sie sie bei EA gebaut hat, ist sie wahrscheinlich nicht auf der Galerie, weil das ja zu der Zeit war, bevor man es hochladen konnte und sie hat dann das Gebäude gar nicht mehr. Muss ich mal schauen, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Bauten noch von anderen Zimmern hier aufstellen, einfach weil ich im Moment nur Inselparadies-Sachen anschaue und sie irgendwie mit in meinem Spiel drin haben will. Ja, und wir geben jetzt hier dem Haus den letzten Schliff. Wir stellen noch ein paar Kerzen aus. Es kamen noch ein paar Blumen dazu und Palmen natürlich. So schön. So wunderschön. Ich habe versucht, dass diese eine schräge Palme vielleicht unserem Terrassentisch so ein bisschen Schatten spendet. Wisst ihr? Das war so die Idee und es ist so wunderschön. Oh, ich habe gerade gesehen, irgendwo in der Mitte habe ich noch das alte Fundament. Das muss ich noch ändern. Ja, aber das ist der Wohnraum. Ihr seht jetzt hier, es ist ein anderer Kerzenleuchter. Das ist jetzt der aus Sims für Vampire und nicht mehr der aus, ich glaube, Zeit für Freunde war der erste, den ich hier aufgehangen habe. Und es ist teilweise noch ein bisschen leer, wie jetzt der Raum über dem Sofa, also nicht über dem, sondern dem vom letzten Screenshot, weil ich noch viele Sammelobjekte hier platzieren möchte, die wir in Sulani sammeln. Und ich denke, Leo wird hier auch viele Fotos machen von der Welt. Und die möchte ich dann auch aufhängen. Und dann habe ich dafür teilweise noch ein bisschen Platz gelassen. Deswegen sieht es jetzt noch ein bisschen leer aus. Und ich wollte halt auch nicht, dass es zu schnell zu teuer wird. Denn obwohl es kein Starterhaus ist, wollte ich halt trotzdem, dass wir so ein bisschen simpler beginnen. Und ja, guckt euch das mal an. Ist das nicht so schön? Da wird mir direkt irgendwie, habe ich direkt so das Urlaubsgefühl. Ich bin direkt entspannt, wenn ich das so sehe. Auch wenn ich dort wahrscheinlich eingehen würde, weil ich die Sonne nicht so ab kann. Aber ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!